die Hände sehen, wie sie nach oben gehen. Körper dehydrieren, es droht zu eskalieren. Der Club kontaminiert, hermetisch abgeschirmt. Intensivstation ist Todeskalation. Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Tutorial über Achterbahn Simulator 2009. Heute werde ich euch ein paar Tricks für Achterbahn Simulator 2009 zeigen. Als erstes fangen wir damit an, die Strecke richtig schön smooth zu machen. Ich habe hier was vorbereitet. Das hier ist ein Barrel Roll, den habe ich selbst gemacht. Und wenn man da durchfährt, hängt man die ganze Zeit. Der fährt also nicht fließend dadurch, sondern hängt immer. Das kann ich mit dem Konstruktionskit ändern. Ich markiere alles. Klicke oben drauf. Und jetzt ist es smooth. Mal gucken, ob man das auch hier machen kann. Einfach mal alles markieren. Und tada. Wir haben eine gerade, ja, mehr oder weniger gerade Kurve. Gerade Kurve. Ich habe was Neues erfunden. So. Das hilft ein richtig viel, falls mal die G-Kräfte oder was auch immer nicht stimmen sollten. Ist es ziemlich einfach, das wegzumachen. Trick Nummer 2. Ich werde immer wieder gefragt, wie man Loops macht. Und das ist richtig simpel. Ihr geht auf Datei, Element einfügen. Und hier sind verschiedene Elemente. Ihr könnt hier Barrel Rolls, Copper Rolls und alles mögliche, das ist schon alles vorgegeben, in eure Achterbahn einbauen. Und jetzt ist hier der Buster Loop Ride 30 Meter hoch. Zack. Fertig, schon ist der Looping da. So, jetzt könnt ihr noch vieles andere. Tadadada, ich kann jetzt noch Barrel Roll einbauen, ich kann ja größer machen. So, ich kann da jetzt noch, ach was weiß ich, ich kann da noch so viel einbauen. Ich kann da einen Kork einbauen, dann sieht das so aus. Und fertig ist es. Ist alles ganz einfach. So. Dann gibt es ein weiteres Tool für Achterbahnsimulator, nämlich den No Limits Auto Flanger. Damit könnt ihr zwischen den selbstgebauten Stützen Stahlverbindungen hinzufügen. Ich habe jetzt schon einen Track geladen, jetzt nur noch auf Auto Flangers, Save Track. Speichern, ersetzen und fertig ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Tricks verraten. Bitte abonniert mich und guckt weiterhin meine Videos. Bei Tipps, also weitere Tipps, einfach in die Kommentare schreiben.